Jesus. Ja, da haben wir Spaß. Eugen, was haben wir da gemacht? Das ist ein Hoch. Setz nochmal zum Näpfchen. Ich erkläre dich vorher. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Natur und der schönsten Nebensache der Welt. Hier ist euer Jörg von Fishing King. Und heute sind wir hier in Platschow, am Angelteich in Platschow, bei dem Uwe Dier zu Gast. Ja, und der Uwe hat hier wunderschöne Störe drin. Und ich war neulich mit meinem Lütten hier, wir haben schöne Störe geangelt. Ich habe riesig Freude an der Sache gewonnen und habe so ein paar Dinge rausgefunden. Und deshalb möchte ich euch heute zeigen, wie die drei besten Methoden, um Störe in so einem Angelteich zu fangen, aussehen. Diese Montagen, die Methoden, baue ich für euch auf. Idealerweise fangen wir auch einen Fisch damit. Wir werden alles geben, ich habe maximal Bock. Los geht's! Lasst uns mit der ersten Montage starten, die super ist, um Störe zu angeln. Und das ist auch gleich die einfachste. Das ist nämlich die sogenannte freie Leine. Ist ein ganz, ganz spannendes Fischen. Habe ich früher als Kind auch schon gemacht, um Schleien zu fangen oder auch Aale bei uns im Altwasser. Und das klappt auch gut auf Stör, wenn man keine Strömung hat und keinen starken Wind. Beides ist hier der Fall. Und deshalb möchte ich euch diese genial einfache Technik zeigen, die außerordentlich fängig ist. Ich habe dafür eine Rute, 3,30 Meter lang, wie man sie auch zum Meerforellenfischen gut nehmen kann. Also eine, die eine schöne, weiche Aktion hat, mit der man aber auch gut werfen kann. Ne? Deshalb ein bisschen länger. Und an dieser Rute ist eine sehr geile Freilaufrolle, Leute. Gebt euch keine Mühe, die kriegt ihr heute nicht mehr. Das ist eine alte Mitchell. Und die hat den Freilauf hier in der Spule drin. Also sensationelles Konzept. Wenn ich die Spule reindrücke, geht der Freilauf. Wie bei einer Baitrunner-Rolle, aber ich kann ihn hier an der Spule auch verstellen. Ja, und ich habe jetzt die leichteste Abzugswahl im Freilauf gewählt. Wenn ich das Rädchen weiter nach rechts drehe, mache ich es fester. Aber wir wollen, dass der Stör gar keinen Widerstand spürt. Und wenn ich dann 2-3 Kurbelschläge mache, ist der Freilauf raus, wie ihr es von der Baitrunner-Rolle kennt. Und ich habe die normale Bremswirkung, die ich voreingestellt habe. Die stellen wir für einen Stör mal nicht allzu hart ein, weil die Kameraden sind stark und die springen. Und ich habe nur eine 20er Schnur auf meiner Rolle und hier gibt es Störe, die auch über einen Meter lang sein können. Da muss das System schon gut funktionieren. Also wenn ihr eine 25er drauf macht oder eine 30er, ist das auch okay. Also 20er Mono sollte das niedrigste der Gefühle sein. So, und jetzt machen wir Freeline, ganz einfach. Es muss nur ein Haken an die Hauptschnur, mehr nicht. Kein Blei, keine Puse, kein gar nichts. Und den befestigen wir mit einer Schlaufe in Schlaufe-Verbindung. Ich lege also oben unseren geliebten, häufig geknoteten, doppelten Schlaufenknoten in die Hauptschnur. So, immer, wenn man mit Monofil arbeitet, einmal anfeuchten, sorgfältig und langsam zuziehen. Schnurende nie zu kurz abschneiden. Und ihr wisst schon, Hosentasche, ne? So. Dann nehmen wir einen Haken. Ich habe hier fertig gebundene Haken der Größe 8. Da sind Brassen drauf. Die habe ich aber auf Stör ausprobiert. Geht ganz hervorragend. Und man muss wissen, dass die Brasse ja auch so ein Rüsselmaul hat, mit dem sie die Beute vom Grund aufsaugt. Beim Stör ist das ja noch viel ausgeprägter. Der hat sein Maul auf der Unterseite des Kopfes am Unterkiefer, quasi als Loch. Ich zeige euch das gleich, wenn wir einen gefangen haben. Total spannend. Und er schlürft die Beute auch ein. Und dieser Haken ist für Brassen und Störe gleichermaßen gut. Gibt es natürlich von verschiedenen Herstellern. Ich zeige euch das Ding jetzt gleich mal, damit ihr seht, wie die Form des Hakens aussieht. Da ist jetzt ein 18er Vorfach dran. Das passt hervorragend zu meiner 20er Hauptschnur. Aufwickeln, einmal mit den Fingern dazwischen. Einfach aufdrehen. Und so sieht der Haken aus. Ja, also einen relativ weiten Bogen. Natürlich eine nadelscharfe Spitze, die so ein bisschen nach innen gebogen ist. Und damit hatte ich hier neulich eine sehr, sehr gute Quote, habe die Fische wirklich alle bekommen. Und diesen Hakentypen in Größe 8 oder Größe 6, vielleicht eher noch ein bisschen größer, den möchte ich euch empfehlen, der ist sehr gut. Da ist die Schlaufe oben schon dran am Vorfach, wie ihr wisst, bei diesen abgepackten Haken. Da gehen wir jetzt einfach nur hier durch. Und mit dem Haken durch die Schlaufe. Schön zuziehen. So, und das war die ganze Montage. Also einfacher könnt ihr nicht fischen. Jetzt ist es aber klar, dass wir einen Köder brauchen, der Wurfgewicht hat.
Ja, auch wenn die Fische hier relativ nah am Ufer sind, ist es gut, 10 Meter damit werfen zu können. Und dann nehmen wir, ihr Lieben, eine richtig schöne, dicke, fette Taumette. Einen fetten Tauwurm, den lieben Störe. Und der hat auch das nötige Gewicht, um jetzt gleich mit der freien Leine, mit der Montage weit rauszukommen. Kleiner Haken. Da ist es auch wichtig, dass man den Wurm richtig befestigt. Ich nehme jetzt mal so ein, mittlere Güte. Der wiegt aber schon seine 3-4 Gramm, ist also ausreichend, um da auch wirklich auf Weite zu kommen. Und dann piekse ich jetzt einfach einmal hinten im Schwänzchen ein und damit er hält und der dünne Draht nicht ausreißt, nochmal. Also ihr hakt ihn einfach zweimal hinten am Schwanz ein, dass er schön lang hängt und ja, erfahrungsgemäß schlürfen die Störe den dann weg. Also wir haben uns jetzt für den Wurm entschieden, den Erfolgsköder von vor 3 Wochen, als ich hier war. Uwe sagte vorhin, im Moment wird gut auf Matjes gefangen, das Wasser ist kälter geworden. Dadurch sind diese öligen Köder mit Fischöl Omega-3 bei den Störchen auch sehr beliebt. Räucherlachs zum Beispiel auch. Und wir müssen mal schauen, also ich habe mich jetzt mit dem Eugen zusammen entschieden, never change a running system, wie der Native Speaker sagt. Und wir bleiben jetzt erstmal beim Wurm, aber wir werden gegebenenfalls dann in einer Stunde, 2 Stunden auch auf diesen grandiosen Erfolgsköder aus dem Discounter-Regal zurückgreifen. Aber erstmal gute alte Mette, in der Regel, wenn die nichts bringt, dann geht auch nichts. So, kommt mal mit, dann zeige ich euch, wie gut man die freie Leine auswerfen kann. Das Tolle bei der freien Leine ist, dass man den Köder einfach total natürlich präsentieren kann. Wenn du jetzt einmal filmst, Eugen, wie der Wurm absinkt, wenn ich den ins Wasser lege, ohne Blei, siehst du, dass der verführerisch ja nicht mehr sein könnte. Also quasi, als wäre er vom letzten Regen ins Wasser reingespült worden. Schau dir das mal an. Das sieht schon klasse aus, oder? Und der bewegt sich natürlich auch ganz frei und wird von den Fischen dann ohne Argwohn genommen. Wenn euer Gerät schön aufeinander abgestimmt ist, könnt ihr mit diesem leichten Wurm super werfen. Zeige ich euch jetzt, wenn die Rute lang genug ist, die Rolle schön voll ist mit Schnur, einfach hergehen, in gleichmäßigem Schwung, nicht zu ruckartig werfen und schon liegt der Wurm mitten im See. Ging also ganz leicht. So, und jetzt ist es wichtig, natürliche Präsentation, dass der Fisch, wenn er den Köder aufnimmt, auch nichts spürt. Deshalb mache ich gleich den Freilauf der Rolle rein. Stell ihn ganz leicht ein, also quasi so, als kann der Fisch einfach die Schnur von der Rolle ziehen und lege meine Rute hier ab. So, und wenn jetzt ein Fisch beißt, kann er die ersten 2-3 Meter nehmen, ohne dass er was spürt, durch die lose Schnur. Und dann kommt langsam dieser Leerlauf rein, dann hört man die Ratsche, geht hin, kurbelt, schlägt an und dann hängt der Fisch idealerweise. So, ihr Lieben, kommen wir zur zweiten Methode. Auch eine ganz einfache Technik. Wir fischen jetzt mit dem Winkelpicker. Winkelpicker bedeutet, wir fischen auf Grund mit einem Bodenblei, haben eine Rute, die auch so 2,50 bis 3,50 lang ist maximal und die an der Spitze so eine ein ganz weiches Ende hat. Schaut her, hier. Die kann man ganz leicht biegen. Und die bedingt, dass ein Fisch, der den Köder aufnimmt, erstmal keinen Widerstand spürt, wir aber den Biss sehr gut sehen. Ja, und deshalb angelt man beim Winkelpickerfischen mit ein bisschen loser Schnur und mit geschlossener Rolle, also gleich mit der fest eingestellten Bremse, nicht mit Freilauf. Und schlägt direkt an, wenn die Spitze nach vorne krumm zieht. Das klappt ganz hervorragend und ist für die Störfischerei gut, weil beim Störfischen bleibt man eh bei der Rute sitzen. Die Bisse sind kurz und oft nur leicht zu sehen und da ist der Winkelpicker optimal für. Auf der Rute haben wir, ist übrigens eine ganz einfache Winkelpicker, eine Telerute, die man schon für kleines Geld auch im Fachhandel bekommt. Als Rolle haben wir da eine kleine Stationärrolle drauf mit Frontbremse, gefüllt wieder mit einer 20er Monofil, also einer wunderbaren, tollen, geschmeidigen Schnur, mit der man den kampfstarken Fisch auch gut führen kann und mit einer Bremseinstellung, die nicht zu hart ist. Ja, der Fisch muss in der Lage sein, so ein bisschen auch gegen die Bremse anzuarbeiten, damit er die Schnur nicht zerreißt. Und jetzt zeige ich euch, wie man die Rute wegwirft. Nee, jetzt zeige ich euch einmal die Winkelpicker-Montage. Die ist nämlich auch kinderleicht. Das ist nämlich eine ganz einfache, leichte Bodenblei-Montage. Dafür nehme ich ein leichtes Blei. Dieser See ist maximal 1,80, 2 Meter tief. Da genügen 5 Gramm.
Wenn man jetzt weiß, die Verhältnisse ändern sich über den Tag, sind solche Katharinenbleie, die ich ja eher sehr liebe, ideal, weil da könnt ihr einfach mühelos, indem ihr die Stifte rauszieht, ein neues Blei durch diese Rille aufzieht, auch das Gewicht vergrößern oder verkleinern. Das ist also eine optimale Geschichte. Katharinenbleie sind das Beste, was es gibt zum Bodenbleiangeln. Jetzt haben wir unser Blei aufgezogen. Als nächstes, ihr wisst es schon, bei einer einfachen Grundmontage kommt immer eine Gummiperle drauf. So ein Stopper. So, Perle, Blei sind drauf. Jetzt hole ich mir noch einen kleinen Wirbel hier aus meiner Weste. Ein Wirbeltönchen, damit wir das Blei stoppen können vorm Haken bzw. vorm Vorfach. So. Und knote den hier mit einem einfachen Clinchknoten an. Ja, obwohl, wisst ihr was, ich nehme wirklich einen doppelten lieber. Doppelt gesicherter Knoten bedeutet zweimal durchs Öhr. Das ist vor dem dunklen Untergrund gar nicht so einfach zu erkennen. So, jetzt bin ich zweimal durch. Ziehe die Windungen schön sauber nebeneinander. Lege die Schnur nach oben doppelt. Und komme von oben 7-8 mal rum. So, und jetzt geht es einfach nur noch mit dem Ende oben durch die kleine Schlaufe durch. Hast du es drauf, Eugen? Gehe ich jetzt durch. So. Zieh das mit den Zähnen ein bisschen weg. Zieh noch nicht ganz zu, sondern mach erstmal nass und schiebe jetzt die Windung auf dem Speichelfilm nach unten. Jetzt hält der Knoten bombig und der ist ein bisschen besser als der einfache Clinchknoten, dieser doppelt gesicherte Grinnerknoten. Jetzt schneiden wir ab. So, und jetzt brauchen wir nur noch einen Angelhaken, ihr Lieben. Dann ist auch unsere Winkelpickermontage schon fertig. Ja, ich setze auf diese Hakengröße 8, wie ich sie auch an der freien Leine montiert habe, weil ich damit schon gute Erfolge hatte beim Störfischen. Einmal aufwickeln mit dem altbekannten Trick. Zwei Finger dazwischen, aufdrehen, tüttelfrei geöffnet. So, jetzt haben wir hier eine Schlaufenverbindung, ist eine Schlaufe angeknotet. Damit gehen wir jetzt einfach hier durch unsere Wirbeltönchenöse durch, halten das fest und kommen mit dem Haken hier durch. Zack. Und auch hier setzen wir jetzt erstmal so in der ersten Stunde auf einen dicken, fetten Tauwurm als Köder und schauen dann, ob wir da vielleicht auch auf die aktuell empfohlenen Köder wie Matjes oder Lachs umsteigen. So, Freunde, jetzt legen wir den Köder aus mit unserem Winkelpicker. So, schaut her, ich habe jetzt ausgeworfen. Da waren gerade Blasen aufgestiegen. Das hat gezeigt, dass die Störe gründeln. Und jetzt habe ich die Schnur erst ein bisschen gestrafft, nehme sie jetzt aber ein bisschen locker, ja, dass der Fisch jetzt erstmal komplett ohne Widerstand aufnehmen kann. Und wenn du jetzt mal, Eugen, zur Spitze gehst, zur Rutenspitze, kann ich euch mal demonstrieren, was passiert, wenn einer beißt. So, und jetzt seht ihr, wenn ein Fisch beißt, zieht er die Schnur dann stramm und jetzt schaut mal auf die Spitze. So. Die zieht es dann nach unten und spätestens dann müsste ich natürlich auch mal einen Anhieb setzen, ne? Um dann auch den Kontakt zum Fisch zu kriegen. Da ist er. Hast du gesehen? Ein Biss. Wahnsinn. Ah, Mist. Bisschen früh angeschlagen. Leider ein bisschen früh angeschlagen, Freunde. Aber funktioniert. Ja, sind vorsichtig. Ich glaube fast, dass es mit der Pose gleich am besten geht. Aber warte mal. Mal Glück haben. Sitzt. Yes. War ein guter Auftakt, oder?
Du hast schön gesehen, wie er in die Spitze reingelaufen ist. Und den holen wir gleich mal raus, würde ich sagen. Ne? Oh, schöner. Puh. Jesus. Ja, da haben wir Spaß. Schöner Fisch. Ja, der braucht natürlich ein bisschen, bis er müde ist, ne? Eugen, was haben wir da gemacht? Hab ihn! Oh. Eugen, das ist ein schöner Fisch. Oh, Leute, ey. Puh. Leute, schaut mal, ich bin so begeistert, ey. So geil mit der Winkelpickerrute und dem dünnen Schnürchen. Deshalb jetzt an der Stelle besser ein bisschen schwerer fischen, wenn ihr wisst, dass solche Fische im Teich sind. Also, dann kommen wir zur dritten Montage, der Top 3 auf Stör. Ist meine Lieblingsmontage. Ich liebe ja das Stippen. Und das Stippen mit der Bolognese-Rute, mit der beringten Stipprute, ist eben auch eine sehr effektive Geschichte, um den Köder punktgenau unter der Rutenspitze den Stören zu präsentieren. Und das machen wir schön mit Pose. Also ich habe hier eine 7 Meter lange Bolognese-Rute, eine 7 Meter lange Teleskoprute beringt zum Stippen und eine kleine Stationärrolle drauf mit so einer Kampfbremse hinten. Wenn man die jetzt öffnet, kann man spontan ein bisschen mehr Bremskraft freigeben, damit ein Fisch während einer langen, harten Flucht auch besser Schnur nehmen kann. Und das ist ein wunderbares Setting für diese Fischerei auf Stör. 20er Monofil auf der Hauptrolle, das ist das Mindeste, wie bei den anderen Methoden auch. So, jetzt gehen wir her und montieren erstmal unsere Pose. Die hat 3 Gramm Tragkraft, das reicht hier dicke. Wir haben wenig Wind und eine geringe Wassertiefe, maximal 2 Meter. Da kann man dann ganz prima mit leichten Posen fischen. Und je leichter ihr fischt, desto weniger Widerstand spürt der Fisch natürlich auch beim Biss. Und Störe sind, auch wenn sie groß werden, sehr, sehr vorsichtig beim Biss und spüren dann natürlich auch den Widerstand. Deshalb sind leichte Posen mit geringer Tragkraft deutlich besser. Und noch einen zweiten Ventilgummi. So. Ich zitter noch, Eugen, merkst du das? Ein Erlebnis. Unsere Pose ist montiert, Freunde. Jetzt geht es weiter mit dem Haken. Wie bei den beiden anderen Methoden vertraue ich auf einen Brassenhaken der Größe 8. Hat einen schönen weiten Bogen und hält sehr, sehr gut im Rüsselmaul der Störe. Der ist jetzt an 18er Vorfach gebunden. Wenn ihr welche mit einem 20er, 22er bekommt, nehmt lieber die, gerade wenn es etwas größere Fische gibt. Aber ich kenne mein Setting sehr genau, weiß, wie mein Gerät aufeinander abgestimmt ist und habe anglerisch auch die Erfahrung, dass ich halt weiß, dass ich die Fische damit rausbekomme. So, einmal auftütteln. Jetzt befestigen wir einmal unser Vorfach hier, indem wir Schlaufe in Schlaufe legen, mit dem Haken durch die Schlaufe gehen. Ihr habt das bei den beiden anderen Methoden schon gesehen in diesem Video. Sauber zuziehen. Jetzt bebleien wir unsere Pose noch, und zwar so, dass die wirklich nur wenig Widerstand im Wasser bietet. Ich ziehe mal die Spitze der Rute dafür raus, da kann ich ein bisschen besser hantieren. So, was steht drauf? 3 Gramm. Dann mache ich mal die Schrotbleie hier drauf. Man muss bedenken, wir angeln auf Stör. Das bedeutet, der Fisch muss in der Lage sein, den Köder vom Grund mit seinem Rüsselmaul aufzunehmen. Das Maul, das unterm Schädel sitzt. Und deshalb muss der Haken auch frei zugänglich sein und schön flach am Grund liegen. Wenn die Schnur jetzt senkrecht von der Pose mit dem Köder nach unten geht, hat der Stör keine Chance, den zu nehmen. Also wir müssen ihn gleich ablegen, indem wir auch Bleie vor den Haken aufs Vorfach machen. Ich beginne jetzt erstmal oben, oberhalb des Vorfachs mit einem Bleischrot und mache da noch eins dran. Das müssten dann schon mal so 2 Gramm sein. Kompakt daneben. Dass die Bebleiung hier kompakt ist, 2 cm auseinander. Und jetzt, wie besprochen, beschwere ich auch das Vorfach noch mit einem leichteren Blei
Erstmal mit einem, dann schauen wir, ob die Pose schon trägt. Und wenn wir noch ein zweites brauchen, mache ich das dann zusätzlich noch mit dran. So, schaut her, hier ist der Haken. Da oben ist das nächste Blei. So 15 cm vom Haken entfernt, klemmen wir das jetzt fest. Jetzt muss man die Montage tatsächlich so ausbleien, dass das Blei noch am Grund liegt und der Wurm dann flach am Boden aufliegt. Wir nehmen auch bei der Fischerei gleich wieder einen Wurm. Jetzt möchte ich aber zuerst mal die Tiefe ausloten hier exakt am See und schauen, ob die Pose gut ausgebleit ist. Dafür gehen wir gleich mal runter ans Ufer. So, jetzt haben wir die Pose ideal ausgebleit. Der ganze bauchige Körper der Pose ist unter Wasser. Jetzt guckt noch ein bisschen was von dem Bäuchlein oben raus. Und da haben wir diesen Schwarzkontrast zum Rot der Antenne. Und so können wir prima auch draußen im schattigen Bereich die Bisse erkennen. Super. Dann will ich jetzt noch die Tiefe ausloten hier und den Wurm genauso anbieten am Grund, dass die Störe ihn auch schnappen können. So, jetzt lote ich die Wassertiefe hier am Angelplatz aus. Habe hier ein Lotblei am Haken befestigt und schau mal, wie tief es hier ist, weil es wie gesagt wichtig ist, dass wir den Köder so präsentieren, dass der Stör ihn auch einsaugen kann und der Köder nicht senkrecht an der Pose nach unten hängt. Das wäre verkehrt. So, und schaut mal, da kommt die Antenne raus, das sieht gut aus, aber wir müssen da natürlich noch ein klein bisschen tiefer stellen, damit das Vorfach mit dem Haken tatsächlich auch am Grund aufliegt. Damit der Stör das flachliegende Vorfach, den flach aufliegenden Wurm mit seinem ausgestülpten Rüsselmaul dann auch einsaugen kann. Also ist schon gut, wir machen noch ein ganz klein bisschen tiefer und dann passt es perfekt. Ich denke mal so eine Handbreit. So, Wurm dran und dann kommt wieder die spannende Phase, Leute. Nicht, dass ich nicht gerne montieren würde, aber während des Aufbaus sind hier ein paar Fische gesprungen und da wirst du mit einem Anglerherzen natürlich schon nervös, ne? Also, jetzt will ich anfangen. Tja, Freunde, ihr habt es gesehen. Gerade so reingepasst hat er. Was für ein Fisch. Ich bin selig, bin happy. Ich hoffe, ihr habt gesehen, dass man Störe angeln kann mit den beschriebenen Methoden. Und versucht einfach mal euer Glück. Ne? Vielleicht ist bei euch um die Ecke ein See, wo eben auch Störe besetzt werden. Ansonsten sei euch das Gewässer hier in Platschow bei dem Uwe Dier empfohlen. Das ist seit 30 Jahren schon ein Tipp und hier fangt ihr wunderschöne Fische. Ja, und macht's nach, habt eine gute Zeit am Wasser und ich freue mich schon maximal zusammen mit dem Eugen auf den nächsten Dreh für euch. Habt eine gute Zeit, bis dann, euer Jörg von Fishing King.